weiter geht's mit Fable. Wir haben das letzte Mal aufgehört auf dem Weg zum Belverine und den werden wir jetzt versuchen zu töten. Oder er tötet uns. Können wir gleich von hier aus schießen, das ist super. Oh ja, der war schön. Oh nein. Ah, what? Ja, der tötet uns ein bisschen dolle schnell, würde ich sagen. Kriegen wir... Ja, so kriegen wir auch Leben von dir. Alles gut. Dann können wir uns nämlich auch wieder ein bisschen heilen. Ja, das weiß ich auch. Danke. Bleib weg. Was ist das denn? Oh, what? Ah. Ah, ah. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Woo. Was? Gott. Die Kämpfe hier werden auch immer anspruchsvoller. Was ist denn los? Oh, schon wieder sagt alle. Oh Gott. Wir machen fast keinen Schaden an dem mit normalen Attacken. Aber ich kann halt nicht, weil wir das Schwert nicht verstärken konnten. Außerdem haben wir nicht so viel Leben. Oh. Was? Jetzt zwei? Oh Gott. Ich hänge hier fest. Ich muss hier durch. Nein, 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 nein. Oh, oh. Lass mich hier raus. Wo sind denn deine Freunde hin? Ach, da. Euer Gesundheitszustand ist ja, ich weiß. Ich kann aber gerade nichts machen. Oh. Ohne Rüstung ist das echt schwierig. Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Nee, der ist zu Ende. Mein Gesundheitszustand. Oh, gerade noch so geheilt, ne? Alter, ist der nervig. Nun, wir sehen ihn doch an. Puh. Gott, so ein nervig Typ. Ah, ah, da. Ah. Tot. Mal wieder. Ah. Es werden immer mehr. Ah, ah. Ah, ah, ah. Sterbt einfach. Ah, Saft alle. Kann ich einfach auf ihn schießen? Sterbt ihr denn? Scheinbar nicht. Hm. Ja, ja, ich weiß. So, einer weniger. Und der Belverine ist auch gleich Futter. Das war's. Boah. Was ein Krampf. Der blutriefende Kopf eines weißen Belverines. Alles klar. Problemlos. Wie immer. Gehen wir erstmal wieder hoch. Nach Nordhold Lake. Oh. Hi. Bist du ein Händler?
Ah, Tätowierung. Sehr schön. Erstmal Kopf. Wir haben Kopf, glaube ich, noch gar nicht. Attraktivität minus 50. Nee, das will ich nicht unbedingt haben. Was hast du denn hier? Das bleibt alles. Moment, wir haben momentan mehr Gruselfaktor und weniger Dings. Nee, der Rest ist doof. Was könnten wir hier machen? Minus 5 Attraktivität. Nee. Du hast nichts Neues, Tolles. Schade eigentlich. Ein bisschen mehr Kopftätowierungen wären cool. Weil nur eine bringt halt nicht so viel. Und die bringt auch noch minus Attraktivität, also will ich das nicht. So. Da steht er doch, der redet doch bestimmt gleich mit uns, oder? Du bist eine Wache? Ihr seid zwei Wachen in einem? Hier. Ihr seid zurück und unverletzt. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Ist klar. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesandt. Von eurer Schwester. Dann lesen wir doch mal. Lieber Bruder, ich wusste immer, dass wir etwas Besonderes sind und jetzt habe ich den Beweis. Dieses Buch spricht von einer Blutlinie aus den Tagen des Alten Reiches und von ihrer Verbindung mit einem Schwert, das mächtig genug ist, die Welt zu regieren. Zu dieser Blutlinie gehörte unsere Mutter, da bin ich sicher. Oh Gott, lesen ist heute auch wieder voll geil. Und zu dieser Blutlinie gehören damit auch du und ich. Vielleicht verstehst du das mit Hilfe deiner Augen besser als ich. Ich spreche zu den Seiten, aber sie antworten mir nicht. Theresa. Die Blutlinie. Oh Gott, ist das viel Text. Ja. Also wer jetzt das wissen möchte, kann überall auf Pause drücken und sich freuen. Gut. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. So, einen Großteil haben wir geschafft. Wunderschön. In der Gilde nach weiteren Quests. Dann gehen wir jetzt zurück zur Gilde. So, was machen wir denn jetzt? Wir könnten, ich glaube, wir haben genug Erfahrung schon wieder. Ich hoffe es. Was ist denn hier los? Partei? Ist es schon so spät? Gesundheit noch ein bisschen nehmen. Wir holen uns mal Gesundheit. Und Zähigkeit. Können wir noch Gesundheit? 2,5? Ja, nehmen wir noch. So, was bräuchten wir noch? 1,8, ja gut, es dauert noch ein bisschen. Körperbau brauchen wir nicht. List können wir, glaube ich. Nee, können wir nicht. Schade. Okay, das dauert noch ein bisschen. So, ich weiß noch nicht, was wir nehmen. Ob wir anzünden nehmen? 7,5. Da können wir, glaube ich, auf jeden Fall mal ein bisschen Blitz verbessern, oder? Ja, zumindest mal ganz angebracht. Dann nehmen wir Anzünden noch dazu. So, gut, dann haben wir alle Punkte verbraucht. Dann zurück. Ihr habt jetzt mehr als zwei Zauber. Drückt Shift links, umschalt, plopp und bewegt dann das Mausrad.
Achso, wir können nur zwei Zauber haben. Das ist natürlich doof. Naja, nicht so wild. Gucken wir mal nach Quests. Die Arena verdient euch Gold und Bekanntheit, indem ihr die Kampfrunden in der Arena teilnehmt. Oh, ich wollte eigentlich noch Großtaten. Naja, egal. Ach doch, gut. Macht die Quest nackt? Machen wir. Nehmt keinen Schaden, wird sowieso nichts. Zeigt keine Gnade, besiegt alle Gegner, machen wir eh nicht. Perfekt. Ihr boot und klatscht dann alle. Ich könnte euch alle töten. Achso, wir können mal hier. Ich suche jemanden, der mich zur Obstfarm bringt. Das ist schön. Nein, nein, das haben wir schon mal gemacht. Wo ist denn der Händler für Titels? Bist du nicht der Händler für Titels gewesen? Nein. Ich suche den Händler. Ist er weg? Ach nee, da. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Aber irgendwas Neues? Nö. Nichts Tolles. Kein Wunder, dass man euch für die Arena. Das mit der Karte ist ja manchmal echt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die Arena ist. Da hinten. Wieso sollte ich das tun? Ich weiß, dass ich bei hier noch irgendwas... Aber hier kann ich nichts, irgendwie hinbringen, oder? Wir gehen da jetzt mal hin, glaube ich. Zu Skorms Kapelle. Da müssen wir aber gucken, wo das war. Was war denn da in der Nähe? Nichts? Oh, das war so mittendrin, ne? Dann gehen wir zu den Grabhügelfeldern. Ich glaube, von da aus sollten wir die erreichen. So, da müssen wir mal gucken. Kein Plan, wohin. Könnt mal bitte zu uns? Hier, da will ich hin. Kannst du die bitte... Nein. Kann er also auch nicht. Also, wir müssen... Ach da, ja. Darkwood. Ist das hier Darkwood? Ja, Darkwood wäre... Ach, schon wieder diese Viecher? Kann ich dich eigentlich anzünden, sag mal? Stört dich das irgendwie? Macht das irgendwie Schaden an dir? 80. Naja, das ist doch schon mal ein bisschen was. Noch einer. 10. Ah, der war wohl noch nicht tot. Umständlich herumlaufen. Boom. Steh halt immer wieder auf. Oh. So. Dich haben wir. Oh nein. Bitte nicht. Ich hasse Irrwichter.
So, kurz wieder Leben holen. So, ein Irrwicht ist tot. Jetzt holen wir dich. So, jetzt seid ihr beiden dran. Wunderbar. Alle erledigt. Dann können wir weitergehen. Altes Kulistor. Und die Folge heute ein bisschen länger. Was soll's? Jungs, nicht nerven. Nicht nerven. Nein. 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 Stirb einfach. Ich glaube, ich möchte diese Fähigkeit ausbauen. Die ist cool. Die ist sau cool. Und macht Schaden. So, haben wir. Jetzt gebt mir euer Gold und ich mache mich weiter. Gegen was kämpft ihr da vorne? Haben wir noch einen Magier? Nicht, dass uns der hier in den Rücken fällt. Ne, sieht gut aus. Was machst du denn da? Au! So. Du da. Du bist der Händler? Achso, du hast nur Klamotten-Shit. Nee, brauchen wir alles nicht. Das ist richtig. Ah, also Lauferei. Bis zu der Kapelle. Und dann können wir da, glaube ich, nicht mal was abgeben. Oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sorry. Spielt ihr mit dem? Das sind mir zu anstrengende Kämpfe. So, und da lang, genau. So, dann gucken wir mal, ob wir diesmal hier was machen können. Kann ich hier was abgeben? Nö. Hm. Ihr bringt uns keine Geschenke. Kehrt mit Anhängern. Was denn für Anhänger? Ach. Anhänger im Sinne von Leuten, die man anheuern kann? Das könnte sein. Gucken wir uns vielleicht im nächsten Part an. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen und tschüss!